Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch ganz einfach, wie ihr aus eurem Warbuild dann eine Timelapse erstellen könnt. Viel Spaß! Dafür brauchen wir Lightroom und Premiere Pro und als erstes importieren wir direkt unsere Bilder und wählen hier einmal kurz unsere Quelle aus. Nachdem die ganzen Bilder importiert wurden, können wir jetzt auf Entwickeln gehen und hier könnt ihr jetzt bearbeiten. Ich nehme erst einmal komplett die Vorgaben hier. Bis auf schärfe Gesichter und Nullwert. Und dann schauen wir nochmal, was wir da ein bisschen machen können. Die Lichter sind noch ein bisschen hell, die setzen wir etwas runter. Und ja, sonst geht es eigentlich. Dann machen wir, glaube ich, nochmal einen Verlauf drauf, also einen Verlaufsfilter. Den ziehen wir einfach von oben ein bisschen runter, sodass wir den Himmel abdunkeln können, dafür die Belichtung etwas runtersetzen. Und den Kontrast, den brauchen wir eigentlich. Na, setzen wir ihn mal ein bisschen hoch. Die Lichter können wir runtersetzen. Die Tiefen können wir runtersetzen, die Klarheit kann so bleiben, Sättigung auch und ja, dann können wir den hier schließen. Das wollen wir jetzt natürlich auf die ganzen Bilder anwenden, dafür drücken wir Command A und auf Synchronisieren. Und jetzt könnt ihr halt hier auswählen, was ihr alles synchronisieren wollt. Ich will jetzt mal alles synchronisieren, bis auf das, was wir nicht brauchen sozusagen. Und dann klicken wir auf Synchronisieren und dann werden einfach alle Bilder synchronisiert. Als nächstes könnt ihr einfach eure Bilder exportieren und das würde ich am besten in einen eigenen Ordner machen, weil 400 Bilder will man nicht so auf dem Desktop haben. Nachdem ihr jetzt euren Ordner ausgewählt habt, setzt ihr am besten die Qualität auf 100 und ja, dann exportieren wir die Bilder und das dauert bei 400 Bildern so circa 15 Minuten. Es kommt natürlich immer drauf an, was für einen Computer ihr habt und ja. Nachdem alle Bilder exportiert wurden, können wir nun Lightroom schließen. Hier müsst ihr dann auswählen, ob ihr das Ganze speichern wollt oder nicht. Ich überspringe das jetzt, weil ich das nicht brauche. Und als nächstes öffnen wir Premiere Pro. Als nächstes müssen wir die ganzen Fotos importieren. Dafür klickt ihr einfach zweimal auf das Feld zunächst Medien importieren, wählt dann euren Ordner und wählt davon das erste Foto. Hier ist ganz wichtig, dass ihr den Haken bei Bildsequenz reinmacht, weil sonst importiert ihr nur ein Foto und nicht alle. Nach dem Importieren werden alle Fotos von Premiere Pro aneinander geheftet. Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr die Fotos alle aneinander ziehen und die Framerate einstellen. Das macht Premiere hier schon automatisch. Und als nächstes brauchen wir ein neues Objekt und zwar eine Sequenz. Hier könnt ihr eigentlich alles auswählen, ihr solltet darauf achten, dass die Auflösung bei 1080p mindestens liegt und die Framerate sollte auch bei 25 FPS liegen, denn das Video, was von Premiere erstellt wird, hat eine Framerate von 25 FPS. In die ziehen wir dann unser Video und da müssen wir auf Einstellung beibehalten klicken und ja, dann rechtsklick auf das Video und dann macht ihr einfach Pan and Zoom und dann wird sozusagen die Größe des Videos auf 1080p angepasst. Und ja, das ist jetzt ein bisschen schräg, finde ich, und deswegen drehen wir das ein bisschen. Ich würde mal sagen, minus 0,5 einfach mal. Als nächstes zoomt ihr einfach so weit rein, dass die schwarzen Ränder nicht mehr zu sehen sind. Ich glaube, das reicht, wenn es hier so bei 49 ist. Und dann spielen wir das Ganze mal ab. Dafür müssen wir einfach auf die Timeline klicken und dann auf Play. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Bei der Farbe könnte man noch ein bisschen was verändern. Dafür geht ihr hier einfach auf Lumetri-Farbe und Temperatur mache ich ein bisschen orange oder man kann auch sehen, ob man es blau macht, das wird es aber kälter, das Bild. Das ist eigentlich Ansichtssache. Ich finde, wenn man es orange macht, also ins Gelbe zieht, sieht es ein bisschen schöner aus, seit weichere Farben sind es dann. Und bei der Belichtung, beim Kontrast, das müssen wir eigentlich jetzt gar nicht mehr verändern, weil wir das ja schon in Lightroom eingestellt haben. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze jetzt noch stabilisieren, wenn das Video sozusagen ein bisschen ruckelt. Das ist hier aber, glaube ich, nicht der Fall. Also wir müssen es hier gar nicht stabilisieren. Sonst müsstet ihr einfach auf Rechtsklick, dann auf, wo ist es? Dann müsst ihr eine verschachtelte Sequenz erstellen. Darauf könnt ihr einfach den Effekt ziehen. Den findet ihr unter Videoeffekte, Verzerrung und Verkrümmungsstabilisierung. Den müsst ihr einfach auf eure verschachtelte Sequenz ziehen und dann wird es automatisch stabilisiert. Aber ich brauche das jetzt hier nicht und deswegen kann ich das einfach exportieren. Bei den Exporteinstellungen stellt ihr einfach ein H264, das ist der Codec für MP4. Und dann müsst ihr hier bei der Vorgabe, könnt ihr das eigentlich benutzerdefiniert machen, aber wenn ihr eigentlich eine Vorgabe haben wollt, könnt ihr hier YouTube 1080p HD wählen. Und die Framerate ist dann sozusagen bei 25 FPS, die ist dann mit der Quelle abgeglichen. Und 1920x1080p ist auch okay. Und 1616 ist ein Durchlauf, das ist okay. Da würde ich aber die maximale Bitrate auf 18 vielleicht stellen. Und ja, dann können wir eigentlich das Ganze schon exportieren. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen und haut rein Leute und ciao.